Willkommen zu einer Woche in meinem Leben. Bei uns sind gerade Faschingsferien und da die letzten Wochen immer voll mit Terminen waren, lassen wir es diese Woche eher gemütlich angehen. Die Kids haben in der Schulzeit oft ein straffes Programm, das wir in den Ferien nicht unbedingt fortsetzen müssen. Genießen es, wenn der Wecker am Sonntag und in den Ferien mal nicht so zeitig klingelt. Man kann aufstehen, bummeln und sich einfach mal treiben lassen. Der Alltag ist ja oft so vollgepackt, dass wir in den Ferien auch mal ohne Terminstress einfach so in den Tag hineinleben können. Da wir in den meisten Ferien mit dem Wohnmobil unterwegs sind, genießen wir die Ferien, die wir mal zu Hause sind, auch ohne großartiges Programm. Ich finde, die Kids müssen auch nicht immer bespaßt werden. So ein bisschen Langeweile macht kreativ und hat noch niemandem geschadet. Wir haben uns also für die Ferien zwei Sachen vorgenommen und auch Zeit für die Dinge eingeplant, für die sonst weniger Zeit ist. Weil mein Mann in den Faschingsferien arbeiten musste, haben wir uns am Sonntag dafür ein bisschen Family Time genommen. Wir haben ein paar Runden Uno zusammengespielt, gekocht und für mich gab es dann abends noch ein bisschen Wellness unter der Dusche. Am nächsten Morgen, dem ersten Ferientag, haben die Jungs richtig lange ausgeschlafen und ich hatte Zeit und Muße, ganz in Ruhe mit einer schönen Meditation in den Tag zu starten. Nachdem ich dann mit meinen 5 Minuten Morgenjournaling fertig war, war der Große dann auch wach und hat uns leckere Croissants zum Frühstück gemacht. Die habe ich dann im Airfryer aufgebacken und da gab's Frühstück. Bevor ich dann mit meinem wöchentlichen Hausputz begonnen habe, musste ich noch ganz geschwind mit unserem Enkel skypen. Der hatte nämlich an dem Tag seinen 2. Geburtstag und hat mir voller Stolz seine Geschenke gezeigt. Seit ich im letzten Jahr die Fly-Lady-Methode für mich entdeckt habe, ist der wöchentliche Hausputz ein Kinderspiel. Und weil ich schnell fertig war und das Wetter so wunderschön war und ich noch zum Training wollte, habe ich gedacht, komm, ich setze mich aufs Fahrrad und radel zum Studio, da habe ich nämlich das Aufwärmtraining gleich hinter mir. Ich war ja früher nie ein großer Fan von Fitnessstudios, aber ich habe gemerkt, dass ich dringend etwas für meinen Muskelaufbau tun muss. Seit ich mich vor ein paar Monaten einem Studio hier ganz in der Nähe angemeldet habe, gehe ich regelmäßig 2 bis 3 Mal die Woche zum Training und dann habe ich ja freitags auch noch meine Yogastunde. Und ich merke immer mehr, wie gut mir das tut und dass ich kaum noch Zipperlein habe. Wieder zu Hause habe ich dann gleich noch meine Trinkflasche vom Sport sauber gemacht. Dafür nehme ich so kleine Metallkugeln, die ich mal beim DM gekauft habe. Die eignen sich hervorragend, um schmale Glasflaschen, Vasen und auch die Flaschen vom SodaStream sauber zu machen. Hallo zusammen, heute ist Dienstag und ich setze jetzt erstmal eine Maschine Wäsche an, dann werden wir frühstücken und dann geht's auf ins Schwimmbad. Das habe ich den Jungs heute versprochen. So. Sonne kracht runter, auf geht's ins Schwimmbad.
Unser Besuch im Schwimmbad war toll, die Kids hatten viel Spaß und anschließend habe ich den Großen gleich noch zum Friseur geschleppt, bei dem wurde es allerhöchste Zeit. Zu Hause habe ich dann erstmal die Wäsche aufgehangen und auch unsere Sachen vom Schwimmbad. Wir haben seit letztem Jahr so ganz tolle Hammamtücher zum Abtrocknen. Die sind super praktisch, weil die so dünn sind und relativ schnell trocknen. Und als ich dann damit fertig war, habe ich mich um meine 15 Minuten Zonenreinigung gekümmert und habe angefangen, bei dem schönen Wetter die Fenster im Kinderzimmer zu putzen. Ach, es ist doch immer wieder eine Freude, wenn man dann durch die Fenster wieder durchgucken kann, besonders wenn die Sonne scheint. Ich habe noch schnell eine Runde Gewisch saugt und die Spuren vom Fensterputzen beseitigt. Ja, und dann war es auch schon wieder Zeit, das Abendbrot vorzubereiten. Am nächsten Morgen war nach dem Stretchen und der üblichen Morgenroutine mal wieder Zeit fürs Blumengießen. Ich richte mich dabei schon seit über 20 Jahren nach dem Stand des Mondes. Mein Gießwasser, das pimpe ich gerne mit EMA, einer konzentrierten Mischung aus positiven Mikroorganismen, Bakterien und Pilzen auf. Das gibt es bei uns in so einem kleinen Laden hier im Städtle. Das ist komplett natürlich und bekommt meinen Pflanzen mega gut. Eigentlich müsste ich heute meine Steuer machen. Ich habe hier schon alles auf dem Bett verteilt. Hier liegen noch die Stühle oben, weil ich den James noch fahren lassen wollte. Aber irgendwie komme ich heute nicht voran. Ich habe hier alles stehen und liegen gelassen und habe jetzt gerade Fotos von der Hochzeit von meiner Tochter angeschaut. Die hat nämlich heute den dritten Hochzeitstag, hölzerne Hochzeit. Und irgendwie bin ich da abgedriftet und nicht zu meiner Steuer gekommen. Naja, nicht so schlimm, die läuft nicht weg. Außerdem habe ich eine gute Ausrede. Mir tut nämlich immer der Hintern weh, wenn ich hier auf meinem IKEA-Hocker sitze und an meinem Computer was mache. Der Computermonitor müsste viel höher sein. Das ist eine extreme Belastung für den Rücken. Und der Stuhl, naja, der ist auch nicht das Wahre, um da länger dran zu sitzen. Denn ich habe noch keinen passenden, optisch ansprechenden, bequemen Stuhl, der hier reinpasst, gefunden. Deshalb sitze ich immer auf diesem blöden Hocker. Naja, ich glaube, ich muss mir da echt demnächst mal was einfallen lassen. So, bei uns ist es jetzt schon 18 Uhr. Mein Mann ist jetzt gerade zu meiner Freundin gefahren und holt das Hundefutter ab, weil das jetzt erst so spät kam. Und ich mache ihm geschwind für morgen für die Arbeit einen Wurstsalat. Das hat er sich gewünscht. Und die Jungs wollen heute zum Abendbrot Chili con Carne. Und das mache ich dann anschließend, wenn ich mit dem Wurstsalat fertig bin. Und ansonsten, meine Steuer habe ich fertig für den Januar. Yeah! Und heute Abend, wenn die Männer dann Abendbrot essen, dann fahre ich noch mal zum Fitnessstudio und mache noch so ein bisschen Workout für heute. Genau, morgen haben wir dann wieder einen vollen Tag. Einen Termin, den wir morgen früh wahrnehmen müssen. Und morgen Nachmittag habe ich dem Kleinen versprochen, dass wir ins Kino gehen. Und da freue ich mich schon drauf auf Popcorn. Ah, ich habe übrigens einen Popcorn-Topf mir gekauft. Und zwar einen mit Kurbel. Wir haben nämlich eine Freundin, die bringt immer zum Mädelsabend ganz leckeres Popcorn mit und die hat erzählt, dass er so einen Popcorn-Topf hat. Und ich habe schon ein paar Mal so versucht, das Popcorn selber zu machen, außer in der Mikrowelle, dieses fertiggepackte, das mag ich eigentlich nicht. Und es ist mir nie so gelungen. Also es ist immer entweder angebrannt oder es waren noch ganz viele Körner. Also ich habe noch nie so den Dreh rausgekriegt. Und die hat erzählt, dass sie so einen Topf hat. Und da wird das Popcorn bombastisch. Und dann habe ich geguckt bei eBay Kleinanzeigen und habe tatsächlich so einen Topf gebraucht gefunden. Und der ist mega super, da kann man auch Kartoffeln ganz normal drin kochen. Und da werde ich demnächst mal probieren, Popcorn drin zu machen. Freue ich mich schon drauf, ich liebe nämlich Popcorn. Morgen! Wir haben es kurz.
für 8 und wir sind jetzt auf dem Weg zum Kinderarzt. Der Ludwig hat nämlich heute einen Termin. Und ich hoffe, wir kommen gut über die Autobahn, weil es ist schon wieder Stau angesagt. Das Wetter ist auch nicht so berauschend, aber ist egal. Wir gehen ja heute Nachmittag eh ins Kino, gell, Ludi? Yes! Auf dem Rückweg vom Kinderarzt haben wir an einem italienischen Supermarkt Halt gemacht, der ganz neu in der Nähe von uns aufgemacht hat. Wir wollten einfach mal spiegeln, was es da so Schönes gibt und ob wir da demnächst vielleicht mal unser Olivenöl oder leckere Pasta kaufen können. Schon wieder im Auto, jetzt geht es nämlich ins Kino. Wir sind hier ein bisschen rumgeeiert und haben uns verfahren. Sie hat sich fünfmal verfahren. Ja, wir haben bloß erst kurz einen Zwischenstopp zu Hause gemacht, um mit dem Gast Max Gassi zu gehen, um Wäsche zu legen, Wäsche aufzuhängen und Laurens was zum Essen zu machen. Und jetzt sind wir schon wieder unterwegs. Und was gucken wir uns an, Ludi? Die drei Fragezeichen-Kids. In Transsilvanien. Oh, Cops. Nee. Ah, ja. So. Cut. Ausmachen. Cut. Am Freitagmorgen war das Wetter immer noch so schlecht, trüb und grau und ich hatte eigentlich überhaupt gar keine Lust aufzustehen. Aber ich habe dem inneren Schweinehund eins auf die Mütze gegeben und bin dann nach meiner üblichen Morgenroutine zum Training ins Studio gefahren. Nach dem Sport bin ich dann noch schnell auf dem Rückweg zum Bäcker gefahren und habe Brötchen für uns geholt. Zu Hause haben wir dann gemeinsam gefrühstückt und nach dem Frühstück haben wir uns dann das Zimmer vom Kleinen vorgenommen. So eine kleine Ausmistaktion machen wir eigentlich immer in den Ferien. Da wird alles ausgeräumt und geschaut, was sich in der Zeit so angesammelt hat, was kaputt ist an Spielzeug oder an Papierkram. Das sortieren wir dann alles aus und dann räumen wir alles ordentlich wieder auf. Mir persönlich ist es wichtig, dass die Kids bei solchen Aktionen immer mithelfen und auch selber entscheiden, was weg kann und was sie aufheben möchten. Für die Ordnung in den eigenen Zimmern sollen sie lernen, dass jedes Ding seinen Platz haben sollte und je weniger Krimskrams sie so rumstehen haben, desto schneller sind sie irgendwann mit Aufräumen und Staubwischen fertig. So, ihr Lieben, unsere Ferien sind mittlerweile zu Ende und wir sind auch mit unserer Putzaktion jetzt fertig. Ich werde jetzt alles noch aufräumen, den Papiermüll wegbringen und die Sachen sortieren. Ein Teil nimmt meine Tochter, ein Teil werde ich bei eBay Kleinanzeigen verkaufen und ein Teil geht zu den Spenden. Und ja, dann bin ich damit auch fertig und dann schnappe ich mir einen Max und wir gehen eine Runde Gassi. Dann sind jetzt heute die Ferien zu Ende, heute ist der letzte Ferientag und ich mache jetzt auch mal Schluss mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch ein ganz klein bisschen unterhalten. Das ist immer so ein Lückenfüller für die Ferien, so ein Vlog, so ein Tagesvlog oder Wochenvlog. Ab nächste Woche, wenn die Kinder in der Schule sind, habe ich dann wieder Zeit und Muße, kreativ zu sein und dann gibt es wieder ein bisschen anspruchsvolleren Content. Ich sage jetzt mal danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Ansonsten abonniert auch gerne den Kanal, dann seid ihr immer auf dem Laufenden, wenn es wieder was Neues gibt. Ich sage danke und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.